Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Im heutigen Video geht es um einen kleinen Vergleich teurer Schuhe. Los geht's. So Leute, wie im Intro schon gesagt, heute geht es um einen Vergleich und ich habe jetzt die letzten Tage darauf gewartet. Ich habe euch das in meinem letzten Video schon angekündigt und zwar habe ich Louis Vuitton Schuhe bestellt und Zara Schuhe. Und die Zara Schuhe, ich erkläre euch das gleich, ich habe mir die Pakete beide schon mal aufgemacht, aber ich habe mir die Schuhe noch nicht angeschaut, großartig. Ich habe nur geguckt, was drin ist, weil ich mehrere Bestellungen getätigt habe. Hier zum Beispiel stand jetzt nicht offensichtlich außen drauf Louis Vuitton. Das ist auch egal, ich habe nur einmal reingeschaut und die Schuhe gucke ich mir jetzt gleich live das erste Mal richtig an. Und ja, prinzipiell geht es darum, ich habe ein paar 900 € Schuhe bestellt von Louis Vuitton, den Louis Vuitton Trainer und dazu einen vergleichbaren Schuh von Zara, der um die 37, 38 Euro kostet, also keine 40 Euro. Man muss dazu sagen, Zara ist dazu auch so ein bisschen bekannt, teure Designer-Sachen nachzumachen. Ob das Ganze jetzt gut oder schlecht ist, das muss jeder für sich selber entscheiden, weil im Endeffekt machen die gehypte Sachen für kleinen Mann kaufbar, also erschwinglich. Und dann muss man aber auch so sehen, dass die Sachen dann wieder Mainstream werden und dann die Sachen wieder aus dem Trend rauskommen. Allerdings kann ich euch jetzt schon mal vorweg sagen, die Schuhe sehen jetzt nicht 1:1 gleich aus. Trotzdem habe ich aber im Gefühl gehabt, dass die Schuhe schon sehr, sehr ähnlich sind und auf jeden Fall dementsprechend so ein bisschen nachgemacht sind. Und wir schauen uns die Schuhe einfach mal an. Wie gesagt, ich gehe da ganz unvoreingenommen ran und wir gucken uns das Ganze an, ob diese Schuhe 900 € wert sind oder diese Schuhe 40 € wert sind in etwa. Und ja, packen wir jetzt erstmal aus. So, fangen wir an mit den günstigen Varianten. Und natürlich haben wir hier den Zara-Schuh. Ich stelle den einmal kurz hier neben. Zara-Schuh kommt im Paket und was haben wir hier drin? Wie gesagt, ich habe es einmal aufgemacht. Und genauso habe ich das Ganze vorgefunden. Ihr habt den Karton, tue ich jetzt einmal weg. Und dann habt ihr das Ganze, das Papier, tun wir auch weg, in einem Stoffbeutel, in so einem Leinenbeutel. Zara steht drauf. Und dann beide Schuhe zusammen sehen so aus. Sieht auf den ersten Moment gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Der Leinenbeutel zum Beispiel dürfte nichts irgendwie Weltbewegendes erwarten. Es ist einfach nur, man hat keinen richtigen Schuhkarton. Wobei man sagen muss, der Karton hat schon die Schuhgröße, die Kartons einer Schuhverpackung, also die Größe einer Schuhverpackung. Aber im ersten Moment muss ich sagen, oh, ich habe hinten so ein Schild raushängen, das nervt mich gerade ein wenig. Sieht der Schuh echt solide aus, muss ich sagen. Natürlich, Materialien etc. darf man auch nicht zu viel verlangen. Ob man jetzt hier Leder hat, ich gucke mal drauf. Lightweight Comfort steht hier drauf. Long-Term Cushioning, also ich denke mal, dass die dafür darauf geachtet haben, dass die Materialien so gewählt wurden, dass der Schuh nicht beim ersten Mal so diese typischen Falten wirft etc. Also er sieht wirklich nicht schlecht aus, auch die Farbkombo mit diesem Grün, mit diesen Cremetönen, Grautöne, Weiß kombiniert, nicht rein weiß, sondern so leicht altweiß. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus und ich muss sagen, für hier steht 36 Euro, kriegt man eigentlich einen guten, soliden Schuh. So, dann vergleichen wir einfach mal den anderen Schuh. Und da sieht das Ganze, und den stelle ich jetzt erstmal hier hin, so aus. Ihr macht die Verpackung auf und hier steht schon Louis Vuitton. Dann habt ihr im Prinzip das Paket. Und in dem Paket habt ihr wieder ein Paket. Und dieses Paket ist zugeschnürt und mit Rechnung und etc. Und ich hole das Ganze einfach mal raus. Schon ziemlich, ziemlich hochwertig gemacht. Natürlich muss man auch bedenken, eine absolute Premium-Marke, Louis Vuitton. Und man hat im Prinzip das Ganze so verpackt. Dann hat man hier einfach das Ganze wie so eine Schleife, die kann man aufmachen. Hier, denke ich mal, ist die Rechnung drin. Hier sind noch ein paar so schriftlichen Kram drin. Ich gucke einfach mal hier rein. Oh, da ist hier die Rechnung drin. Na, hier ist Return-Label drin. Und vielen Dank für Ihr Vertrauen in Louis Vuitton, Umtausch, Widerrufrecht etc. Und ein Lieferschein ist mit drin. Also nichts Weltbewegendes. Aber ist schon mal cool, dass so ein Return-Label auf jeden Fall mit am Start ist. Bei Zara ist es so, müsst ihr das Ganze auf der Seite aktivieren, dann kriegt ihr quasi einen QR-Code zugesendet
Und den könnt ihr dann dementsprechend ja, einfach an jeder Hermes oder x-beliebigen Station, je nachdem, was da angeboten wird, zurücksenden. Also ganz cool. Aber die Variante mag ich zum Beispiel lieber, wenn so ein Ticket mit drin ist. Ist auf jeden Fall nice. Manche Marken zum Beispiel bieten auch gar keinen kostenlosen Rücksendungen. Finde ich auch ein bisschen schwach. Aber naja, gut. Muss jeder für sich selber entscheiden. So, und dann haben wir das Ganze hier, wie gesagt, mit diesem Bändchen. Und dann haben wir hier den Schuh, der... Oh, hier. Ich tue die Sachen jetzt mal kurz weg. Hier in dieser hochwertigen Box ist, das ist natürlich krass. Ich kenne auch viele Leute, die sich sowas hier in die Wohnung stellen. Louis Vuitton, Verpackung etc., Handtaschen, sehr, sehr nice. Und das Ganze kommt in einem riesigen, beziehungsweise zwei Säcken, die zusammengeknotet sind. Hier drin haben wir noch, was haben wir hier drin? Ach, nochmal weitere Schnürsenkel, ist auch ganz cooles Gimmick mit dabei, finde ich gar nicht schlecht. Packung tun wir jetzt mal weg. Und dann hat man hier diese Säcke, die zusammengeknotet sind. Die entknote ich auch mal eben. Mein Gott, so viel auspacken für zwei Schuhe. Aber gut, man macht ja sonst nichts. Und man hat hier den Louis Vuitton Sneaker, der natürlich im ersten Moment sehr, sehr krass aussieht, muss ich sagen. Und sehr hochwertig. Ich blende euch natürlich an der Stelle auch immer wieder Detail-Sachen ein. Und ja... Was soll man dazu sagen? Also, im ersten Moment, und ich zeige euch das mal von der Seite und stelle die Schuhe mal gegenüber. Ihr seht, was ich so ein bisschen meine. Also, das ist so schon relativ ähnlich. Es ist jetzt, wie gesagt, keine 1:1-Kopie. Und man sagt diesem Schuh ja auch sehr häufig nach, dass er irgendwie dem New Balance 550, aber in dem Fall soll es um den Schuh gar nicht gehen, irgendwie eine Ähnlichkeit hat, so diese Trainer-mäßig. Aber das ist einfach an der Stelle total egal. Es geht jetzt hier nur um diese zwei Schuhe und ja. Erster Moment, sehr, sehr krasse Verpackung. Man hat nochmal die Lasche hier oben nochmal in so, ja, so einer Folie eingepackt. Darunter das Leder, sehr schön gemacht. Hier an der Seite steht schön Louis Vuitton drauf. Man hat das Logo überall. Hinten so Hashtag 54. Ich meine, das heißt irgendwas mit dem Gründungsjahr, irgendwas mit 54. Habe ich gelesen. Und die Colorway ist natürlich eine Sache für sich. Schuh wirkt sehr schwer, muss ich sagen, für einen Sneaker. Also nicht leicht. Der Zara-Schuh ist deutlich leichter. Und ja, unten drunter Vuitton und auf der anderen Seite auch Vuitton. Also steht ich Louis Vuitton. Naja. Ja, ist auf jeden Fall ein krasser Schuh. Und jetzt nochmal zu dem Zara-Schuh, muss man auch sagen, dass es einfach ein solider Schuh ist, erst recht für 36 Euro. Also da macht man echt nichts verkehrt. Wird man das Ganze jetzt so als Kopie sehen oder als 1:1 Nachmache, das ist jedem selber überlassen. Ich persönlich finde das so teilweise, nicht ganz, aber so ein wenig schon, weil der wirkt schon sehr deutlich auf diese Trainer, Retro-Trainer-mäßig nachgemacht, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es 1:1 von einem Louis Vuitton Sneaker kopiert wurde. Trotzdem hat er eine gewisse Ähnlichkeit und ich finde es auf jeden Fall sein Geld wert für 36 Euro auf jeden Fall. Auch hier sind keine schlechten Materialien gewählt worden. Er sieht hochwertig aus und ich denke, wenn man den Schuh trägt, dazu coole Sachen kombiniert, wirkt er auf jeden Fall solide und kein Mensch, das ist ja das Coole bei Zara immer, ist kein Branding dran. Ne? Ihr habt natürlich innen drin Branding, und unten drunter habt ihr auch die Zara-Sohle, da steht Zara nochmal drauf. Aber ansonsten ist es schon relativ clean gehalten, ihr habt nicht irgendwo drauf stehen Zara. Und das ist sehr, sehr smart, weil das Ganze sehr, sehr neutral getragen werden kann. Und ist eigentlich ein solider Schuh, muss man so wie sagen, wie es ist. Und für 36 Euro auf jeden Fall sein Geld wert ist. Kommen wir zum Louis Vuitton-Schuh. Da muss man sagen, man merkt schon deutlich einen riesigen Qualitätsunterschied im Vergleich zum Zara-Schuh, gar keine Frage. Ob man das bereit ist auszugeben für sich selber, das muss jeder selber entscheiden. Ich würde natürlich prinzipiell sehr, sehr gerne so einen Schuh tragen, aber ich bin auch einfach, muss ich sagen, zu geizig, 890 Euro für Schuhe auszugeben und die dann einfach an den Füßen zu haben. Das ist echt schon eigentlich fast so ein Sommerurlaub, muss man sich einfach mal wegtun. Allerdings die Leute, die sich das erlauben können, um Gottes Willen, gönnt euch das. Denn jeder muss selber entscheiden, was er mit seinem Geld macht. Und ich finde es eigentlich nicht schlecht, wenn man sich so kleine Träume oder kleine Wünsche auch erfüllt. Auf jeden Fall ist er sein Geld wert. Jein, man zahlt auf jeden Fall
wie bei vielen diversen Premium-Marken, ob es jetzt eine Rolex ist, ob es jetzt ein Mercedes ist oder ein BMW oder ein Maybach oder was weiß ich und ein Ferrari. Man zahlt einfach den Brandnamen, der sich im Laufe der Jahre aufgebaut hat, wo jeder weiß, was Sache ist, auf jeden Fall mit. Aber ich kann euch sagen, der Schuh ist auf jeden Fall mega hochwertig und vom Bequemlichkeitsfaktor, denke ich mal, wird er auf jeden Fall auch sein, sein Geld wert sein. Obwohl ich schon öfters den Fall hatte, ich hatte mir mal vor Jahren so Gucci-Schuhe geholt, Gucci-Sneaker mit der Schlange an der Seite dran, ich weiß gar nicht, bestimmt 5, 6 Jahre her, muss ich sagen, die musste man erst eintragen. Also die waren von Anfang an nicht wirklich bequem, aber der Schuh, also es ist ein Trainerschuh, der wird auf jeden Fall bequem sein und sehr, sehr nice und ja, cooler Schuh. Und ist es jetzt eine Kopie oder kann man die miteinander vergleichen? Jein. Eigentlich nicht wirklich, aber derjenige, der sich so eine Art Sneaker wie den Louis Vuitton Trainer hier wünscht, aber nicht erlauben kann, ist das wirklich eine gute Alternative oder auch so ein New Balance Schuh oder auch ein normaler Nike Schuh. Aber diese Trainer, diese Retro Trainer, dieser Trainer Look ist hier schon sehr, sehr ähnlich. Wenn ihr hier so seht, vergleichsweise, ihr habt hier beides mal diese Aussparung, ihr habt hier vorne ein Branding drauf, ihr habt innen drin und dann, ich drehe das auch noch einmal um. Innen drin genauso ein Logo, ihr habt diese Sohle, die so abgesetzt ist. In dem Fall habt ihr bei Louis Vuitton einfach nochmal so einen Sohlenversatz, weil das Ganze aus zwei Sohlen zusammengesetzt wurde. Hier habt ihr das so farblich abgetrennt. Das ist das Ganze. Also es sieht schon sehr ähnlich aus. Auch die Aussparung, wenn ich nicht den nochmal umdrehe, ist auch krass gemacht. Also ihr habt in dem Fall hier so eine Aussparung mit drin, die habt ihr hier auch. Das ist auf jeden Fall krass gemacht und ich habe schon das Gefühl, dass der Schuh sehr ähnlich daran angelehnt ist. Aber ja, es ist jetzt nicht auf den ersten Blick direkt mega krass zu sehen. Jemand, der vergleicht, wie ihr das jetzt hier machen in dem Video, sieht das vielleicht. Aber jemand, der den einfach nur trägt, ist es eine coole Variante und eine coole Alternative für 37 Euro, 36 Euro auf jeden Fall sein Geld wert. Falls euch dieser ganze kleine Vergleich hier gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, einen kleinen Kommentar da lasst und auf jeden Fall ein Like. Würdet ihr auf jeden Fall mich und den Kanal mega unterstützen. Ich würde mir im nächsten Video auf jeden Fall auch wieder was Cooles einfallen lassen. Und dann denke ich mal, war es das an der Stelle hier. Wie gesagt, beide Schuhe, dicke Empfehlung. Links findet ihr, ich hau die einfach mal drunter, aber ich glaube, den hier werdet ihr noch kaufen können von Zara, den von Louis Vuitton leider nicht mehr. Und ich denke mal, das war es an der Stelle. Peace, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ciao.